einer Mannschaft eher als von der Mannschaft eines Mannes so deutlich sprechen, wie heute hier in diesem Falle. Pelé, der millionenschwere Wunderstürmer aus Brasilien, im Trikot mit der dunklen Hautfarbe, die Brasilianer spielen, die hier Anstoß haben. Coutinho? Pelé? Noch einmal Pelé und Dieter Seeler. Der Mannschaft, vielfacher Nationalspieler war das eben. Pelé. Besitzer von 14 Häusern, sagt man. Monatseinkommen unbekannt. Pelé. Haben Sie beobachtet? Wieder Pelé. Pelé. Na bitte. 1:1. Dieser raffinierte Drehschuss. So eiskalt und überlegt von Pelé gezirkelt. Da ist Pelé, der Wunderstürmer. 1:1. Mit der Älteste in der Mannschaft. Das ist Pelé. 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 Man weiß nie, was er machen wird. Pelé. Immer noch Pelé. Jetzt vom Miga. Pelé. Wie er mit der Brust den Ball stoppt, als ob das gar nichts wäre. Pelé. Pelé. Ach, wie hübsch wieder gemacht. Pelé. Amiga. Pelé. Ball mit neuer Hose. Pelé. Pelé. Richtig heißt der Edson Arantes do Nascimento. Aufs Steißbein gefallen. Und Pelé ist immer noch draußen, wird hier vom HSV-Arzt Dr. Fischer. Na also, Pelé macht wieder mit. Pelé. Coutinho. Pelé. Jetzt Pelé. Aber auch ihm gelingt das Spiel gegen Frankreich spielt. Die HSV-Kandidaten hier unter die Lupe zu nehmen, interessiert den Bundespräsidenten. Ha! Immer noch Pelé. Und auch wenn er den Ball einmal verliert, auch dann ist es. Da ist er wieder.
Edson Arantes do Nascimento. Pelé. Das ist Pagón. Das ist Pelé. Durch die Beine. 2:2. Ausgleich durch Pelé. B. Pelé. Noch einmal der Linksaußen. Und jetzt wieder Pelé. Freistoß Pelé. B. Das ist Pelé. Wieder Pelé. Pelé. Beinahe ein Selbsttor. Pelé. Selbst Pelé scheint ein wenig nervös. Lima. Ist er noch einmal Pelé. Hier der norwegische Schiedsrichter blickt bereits auf die Uhr, hebt den Arm und pfeift. Das Spiel ist aus. 3:3 unentschieden trennen sich der Hamburger Sportverein und der FC.